Wir sind hier in Köln am Erweiterungsbau Hildegard von Bingen Gymnasium. Und wir sind mitten in den Rohbauarbeiten und ihr seid heute dabei, wie wir einen der schwersten Stahlverbundträger einlegen. Den kann man da sehen. 64 Tonnen wiegt das gute Stück. Daneben der Kran von Franz Bracht, das ist der AK 450 von Gottwald. Der ist neu aufgebaut. Von 1982 ist der Kran und vor ein paar Jahren hat die Firma Bracht da 3 Millionen Euro reingesteckt, um den neu aufzubauen. Ja, und der hebt heute im Doppelhub mit einem anderen 500 Tonnen Kran dieses Teil in Position.